Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ein Bibelwort für den zweiten Sonntag nach Ostern aus dem Johannesevangelium. Es ist ein Bild, mit dem Jesus seinen Auftrag von Gott beschreibt. Als guter Hirte versteht er sich. Als einer, der Acht gibt auf seine Herde, der sie hütet und leitet. Nun ist das Bild vom Hirten, der seine Herde hütet, fremd geworden in unserer Welt. Und Schafe assoziieren wir häufig doch eher mit Dummheit oder Naivität. Und wer lässt sich schon gern so betiteln? Also Schafe in diesem Sinne, also dumm, wollen wir nicht sein. Wenn eins losrennt, rennen alle anderen hinterher. Und doch stellen wir in den letzten Wochen fest, unsere große Vielfalt und Individualität, die wir pflegen, ist einer ziemlichen Konformität gewichen. Es gibt nun für alle den gleichen Verhaltenskodex. Zu Hause bleiben, Hände waschen, Abstand halten, Masken tragen. Das ist ungewohnt für uns, aber ein Gebot der Stunde. Nur wohin führt der Weg jetzt? Im Moment können wir das noch nicht absehen. Zu vieles Unbekannte liegt noch vor uns und auf Erfahrungen mit einer Pandemie können wir nicht zurückgreifen. Da ist es gut, einen Halt zu haben, eine Hoffnung, ein Zutrauen in eine gelingende Zukunft. Das Positive an dem Bild von den behüteten und geleiteten Schafen ist doch, dass es von einer vertrauten Beziehung erzählt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Darum folgen sie mir, sagt Jesus. Da ist kein blindes Vertrauen, sondern eines, das auf Erfahrung beruht. Auf der Erfahrung, dass es eine Richtung gibt, der wir folgen, die gut ist für uns. Dass wir einem folgen dürfen, der uns zu den frischen Quellen und grünen Auen des Lebens führt. Er nimmt sich eines jeden Einzelnen von uns in seiner Angst an. Er sammelt die Tränen deiner Traurigkeiten in seinen Krug. Er birgt mich in seiner Hütte. So haben es die Menschen der Bibel immer neu beschrieben. Sie haben Nähe erfahren, Wärme und Schutz. Sie haben gespürt, wie gut es ist, wenn mir einer freundlich begegnet. Wenn jemand auf dich achtet, dir zuhört, mich in den Blick nimmt. Dich und mich, Schafe seiner Herde, so wie du allein bist, so wie ich bin. Und so ist Gott mein Gegenüber. Ich möchte dir, Gott, vertrauen wie einem guten Hirten. Ich brauche den Schutzraum bei dir, deine Liebe und dein Nachgehen. Dir kann ich vertrauen, weil du mich mit deinen Augen leitest. Ich brauche nicht ängstlich durchs Leben zu gehen, muss nicht in Hast leben. Du wartest auf mich und lässt mir Zeit, bis ich mich aufmache und dem Weg folge, den du vorangehst. Amen. Thank you.
Wir beten mit den vertrauten Worten, wie sie überall auf der Welt in vielfacher Sprache und durch die Jahre der Zeit gesprochen werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.